So, ich bin tendenziell jetzt hier fertig. Wenn ihr das Medikit aufgenommen habt. glaube, ich nehme statt der Pistole einfach die Shotgun hier. Brauche ich zwar noch mehr Shotgun-Munition, aber meine Güte. Wie gesagt, du sollst vor allem bei den Schrotflinten darauf achten, wie hoch die Zielgenauigkeit ist. Aber wenn die relativ hoch ist, sind die ziemlich geil, weil die dann auf große Entfernung nicht streuen. Ja, Benny, aber ich brauche trotzdem in dem in Waffenslot trotzdem eine bessere Waffe als zwei Shotguns. Ich brauche einfach eine andere Waffe, aber auch keine Pistole, weil das nimmst du ja. Ja, aber wie gesagt, jeder hat zwei Waffentypen momentan. Das ist einfach mal so. Hier ist wieder eine Schrotflinte. Zwei Schrotflinten. Ja, Du hast auch beide. drei. Oh. Unten ist ordentlich Betrieb. Ja. Kommst du hier hoch? Da liegen sie drin. Er macht das schon. Bam! Die kommen jetzt von hinten. Sehr geiler Treffer. Ich habe gerade den aus dem MG rausgeschnippert. Rausgeschnippert. Oh. Geht doch, Kopf weg. Mistvieh. Hallo. Hier steht direkt vor dem. No? Find ich auch super. Raketenwerfer? Revolver. Oh, hier, große Waffenkiste. Mit einer. Ehrlich, das ist doch Verarsche! Hallo? Ehrlich? Bei meinen bisherigen Shotguns war es eher so, dass die Zielgenauigkeit nicht höher als 20 lag. Ja, wie gesagt, es gibt auch manchmal welche, die halt bei 50 oder so liegen. Das ist schon ziemlich geil dann. Ja, aber die haben bei mir nicht großen Schaden hier. Schön, dass ihr alles alleine macht. Der muss halt mitkommen. Was ist das denn, Wärme? Level 19. Ich bin schon Level 19 gewesen. Yes. Toll, da duckt er sich. Ah, da duckt sich immer, wenn die Rakete kommt. Treffer. Den kleinen Kopf hast du getroffen. Du sagst, du hast keine Fernkampfwaffe, ehrlich. Hier ist eine ich hab hier Schrotflinte. Ein Zielfernrohr diesmal. Ich meine nicht dich. Wie beim Sniper und nicht bloß so eine dumme Nadel, die. Ich meine nicht dich. So. Haha, da war der Kopf weg. Ja, das ist halt Schrotflinte. Gehst ran, bam, tot. Oh, schon wieder eine Kiste. Hier ist eine SMG. Scheiße, sieh dir das an. Marco. Er rennt da schon wieder vor. Da der ballert immer eine SMG. Vorne. Marco, mach mal keinen Speedrun draus. Ich wollte nicht davor, denn ich hab nur eigentlich die anderen. Wo ist denn jetzt das SMG? Hab ich jetzt eigentlich. Hinter mir, links. Welche Drecks-SMGs brauchen wir denn in diesem? Ah, 5500. Eben, steckt ein. Ja, SMGs ist allgemein relativ schwierig mit Finden. Mit guten Finden, meine ich. Ah, der rennt in dem Moment nur genau. Ist Dreck, ey. Noch ein grünes SMG hier. Rennt er in dem Moment völlig in eine andere Richtung. So klug hätte ich nur ohne gedacht, dass er ist.
Das war mir nur Zufall. Wo kommt denn der her? Von. Ja. Aus dem schwarzen Bereich da hinten. Da liegt noch Sniper-Rifle-Munition rum. Hätten. Eigentlich hätten wir auch direkt hier hochrennen können und das Maschinengewehr benutzen. Ja, hier halt sehr gut. Hättest du die Maschinengewehr vorher gesagt, hätte ich jetzt die ganze Zeit drauf gehauen. Hier links ist glaube ich noch was, oder? Zu erkunden. Zumindest gibt's hier Gegner. Ein gutes Zeichen. Vor allen Dingen, wenn der schon. Och, das ist wieder so ein brennender Psychopath. Jetzt nicht mehr. Ich würde dir was in der Kiste da noch. Ach, vertreten. Wie gesagt, du machst das schon. Felix, Heilung. Große Waffenkiste, genau die war hier hinten noch. Heilung. Combat Rifle. Zwei Stück und nichts Besonderes. Irgendwie finden wir jetzt gerade nichts mehr. Kann ja immer klettern. Aber wir hatten einfach echt so viel Glück mit den ganzen seltenen Sachen. Ja, dann kommt jetzt halt mal eine Durststrecke. Ui, ein Sniper. Was? Wo? Ein Combat Rifle. Da ist sinnloses Combat Rifle. Ja, hier, Sniper. Grün. Ja, bin auf dem Weg. 180 Schaden oder so. Nicht schlecht, ich habe bis jetzt 148. Hier liegt das Müll rum bei mir. Das ist nix. Das ist besser und fast genauso schnell. Geil. Nehme ich. Aber du sollst auch die Crap-Waffen einsammeln, solange du noch Platz im Inventar hast. Für 200 Gold nehmen. Tut mir leid. Ach, ich schon die ganze Zeit. Unter 500 nehme ich nichts mit. Ne? Wollen wir mal gucken, was bei mir so drin ist. Moment die Grenze. Ich habe 900, 1200, 700, 1000, 400, 200, 700. Die ganzen Waffen, die ihr meist liegen lasst, die nehme ich dann meist mit. Guckt da gar nicht groß auf den Preis. Das ist schön. Habt ihr das dann irgendwann? Ja, warte doch mal. Ich war ja auch schon überall. Das hast du jetzt wieder mitgenommen? Ja, das war deutlich mehr wert. Okay. Das eine macht sogar mehr Schaden. Machst du? Nimmst du das deswegen mit? Also nimmst du es deswegen? Nee, jawohl, nee, macht's nicht auch. Die Headstone-Mine. Ja, fliegt und verpufft. Liegen Haufen Granaten rum, ich kann sie nie aufnehmen, ey. Ich würde am liebsten so 10, 12, 20 Granaten mit mir rumtragen. Um die Transfusion zu benutzen. Ja, da kommt er. Will jemand eine 40er Granatenmod? Eine Shock Longbow? Hab ich. Ich habe eine 35er Transfusion und rechts davon ist ein Gegner. Ein großer. Ja, Bäm. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Ich soll vielleicht doch wieder auf Sniper Rifle die Richtung. Renn du. Kritischer Treffer. Übrigens gibt es auch Herausforderungen, so und so viele Gegner mit kritischen Treffern töten. Ich glaube, die höchste Stufe davon ist. Nee, der höchste Stufe ist Hand Gottes. Guck mal lieber nach Snipern, bitte. Hier gibt's keine Sniper beim Gegner. Der weiß nicht mehr, dass wir kommen. Bumm, Kopf aus. Bam. Ach. Jetzt falle ich ihn an. Kopf ab. Au. Meine. Kopf ab. Wenn ich die Situation richtig einschätze, kommt hinten an dem Felsen bald was. Aber ich hab's da anscheinend falsch. Wow. Nein, hat er zu gefahren. Ich
Schön, dass ich die ganze Zeit eigentlich treffe, aber dann doch wieder nie anscheinend. Mann, Mann, Mann. Danke. Kopf ab! Kopf ab! Beim Kopf ab brauche ich eigentlich gar keine Vorarbeiten, als würde ich machen. Nee. Wenn ich mal irgendwie treffen würde, ey, steht direkt vor mir und ich treffe halt nie. Aua! Steht unter dir. Unter mir? Ja, jetzt nicht mehr. Oben Schuss. Ich hab hier, na, 21er Combat Rifle brauchst du nie, oder? 15er Combat Rifle brauchst du genauso nie. Ich würde mich ja mal übelst freuen. Was, du meinen Gegner tötest? Nee, wenn der ein bisschen mitmacht. Machst du schon. Nee, dann will ich partout nicht, ey. Oh, das hat weh getan. Cool, ein Haus, wo nichts drin ist. Yay. Der sammelt meine Pistolen ein. Was denn, die war eh scheiße. 200 Euro Mist nehmt ihr sowieso nicht. 200 Euro, 200 Dollar Mist nehmt ihr sowieso nicht. Hast du gar nicht zu entscheiden, was ich nehme und was nicht. Du hast letztes Mal gesagt, du sammelst nichts. Das war so. Kopie. Achso. Ja, wenn du noch haben willst, sag's. Ich hab mir mal Medikits liegen lassen, die brauche ich nämlich nie. So, so, so. Bei mir hier. Ah, cool. Eins bräuchte ich zumindest. Reicht für eine Action? Ah, nein! Das waren normale Medikits und das war eine Waffe, die mitten drin lag. Ich hab grad irgendwas abgesammelt. Ah, eine Cheap Rifle. Toll. Ja, die ist wohl die Waffe, die da drin lag, noch an dem Haufen. Au! Ich würde dir ja gerne helfen, ja. Aber ich darf nie. Wo ich direkt schieß mit dem Video. Schieß du mal, Benny, du. Ich kann nie schießen mit dem Sniper Rifle aus sinnvoll. Ich mach schon, du darfst schießen. Die Granate war heftig. Vor allem habe ich schon dreimal versucht, den abzuschießen. Und holt ihn euch. Marco, du bist da wieder am Verrecken. Willst du was haben? Gegen die Schmerzen? Ah, es geht mir schon besser. Ja, dann musst du auch stehen bleiben. Oder dann halt nie. Gibt's hier hinten was? Nee, gibt's nix. Okay. Marco generiert sich langsam wieder. Ach, du hast so ein Schild, was dir Leben regeneriert, Marco. Hab ich das? Ja, das sieht so aus. Du ja. Steigst auf jeden Fall. Du kriegst ab und zu mal so ein... Sehr langsamer Gesundheitsregeneration. Kopf ab. Toll. Stirb! Die wollen mich da echt verarschen. Ich bin der Weiteste, der am weitesten wegsteht. Die sind trotzdem auf mich. Ja. Das ist halt dein Makel. Der Kommando, du bist abgeschlossen. Weiter voll. Mach den mal platt. Der ist wieder eh umgefallen. Brauch ich keine Munition verschwenden. Lass sie verbrennen. War ein 280er Assault Rifle, deswegen dachte ich mir. Ich hab erst eine Granate weit oben drüber, wo ich gesehen habe, dass das Gegner sind, und dann schön hinten über die Ecke. Bam. Macht ihr das heute noch? Ich hab's im Nahkampf gemacht. Hier ist ein 500er Assault Rifle, 48 Schaden. Explosive MEAV. Genau das habe ich schon. Genau das gleiche. Fett. Sei froh. Raketenwerfer. 379 Schaden.
Aber kein Feuer. Egal, 300 bringt's. Das ist 380 Schaden mit dem Schuss als Raketenwerfer. Willst du das reinrumst? Da hoch müssen wir da. Da rein, hoch oder? Ist der Boss, ja, ja. Okay. Ich guck bloß gerade, ob hier hinten noch was ist, aber ich glaube nie. Nee, hier ist nichts mehr. Tschüssi, ich fahr mal mit dem Aufzug nach oben. Du bist so ein Depp, weil jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Echt? Deswegen frage ich extra gerade noch. Ich kann komm wieder runter. Ja, weil ich gerade gedrückt habe, dass wir wieder runterkommen sollen. Nee, ich habe auch gedrückt. Ich werde nämlich auch nochmal benutzen. Da ist ein Hebel, kein Schalter. Komm drauf! Der ist nicht unschlüssig. Bisschen oben ärgern. Gibt's einen Verkaufspunkt. Mhm. Hab ich auch schon gesehen beim Hochbauen. Ganze Scheiß weg. 40.000 habe ich gerade geknackt. Soll ich den einen Raketenwerfer? 50.000 sogar. Oh, hier gibt's eine Class-Mod. Überlebenskünste Class-Mod. Plus 5 Team-Gesundheitsregeneration. Wenn ich euch den Flammenwerfer aufheben? Für alle Fälle? Das ist deine Entscheidung. Muss ich sagen. Geil. Ich glaube, die Class-Mod nehme ich. Nimm das Upgrade für dich. So, jetzt bin ich Überlebenskünstler. Muhaha. Kann ich nie verwenden, toll ey. Jetzt regenerieren wir alle Leben, ne? Fällt es gerade auf? Euer Leben geht hoch. Nett, danke. Ja. Durch meine Class-Mod jetzt. Und die ladet schneller nach, 33%. 201. Das ist so geil. Wir haben regenerierende Lebenspunkte, wie bei Call of Duty. Ja. Jetzt hast du noch 2 Skillpunkte mehr in dem Ding. Ich hab kein Schild mehr. Uah. Was? Wieso hast du mein Schild jetzt verkauft? Ganz einfach. Kannst du ja jederzeit zurückkaufen. Weil ich jetzt auf 202 steige statt auf 179. Das habe ich euch nämlich nicht gesagt. Ich habe 260. 208. Und ich habe 260 schon eine ganze Weile. Ich bin die ganze Zeit mit 179 rumgerannt. Deswegen. Es hat einen starken Schild, den du schwächen musst, bevor du es verletzen kannst. Pass auf, dass es dich nicht berührt. Da unten ist Lava. Das macht mir Angst. Moment mal, ich nehme mal hier mein Schockdingens, ne, damit wir das Schild schnell wegkriegen von dem Typen. So, links oder rechts? Ist egal, du kommst an der gleichen Stelle raus. Vollkommen Banane, du läufst nämlich immer so ringsrum. Tada! Sinnvoll. Alter, was ist das für ein Vieh? Habt ihr ein paar Medikits dabei? Eins. Aber ich krieg immer Leben, wenn ich jemanden töte. Und außerdem regenerieren wir eh Leben jetzt. Ich hab wieder dieses scheiß Fadenkreuz, ey. Das ist beim Raketenwerfer normal. Ding. Er ist so wie tot. Ist das heftig, easy. Der war ja jetzt ein bisschen sehr schnell tot. Als Endgegner, ne? Ah, aber er hat den geilen Schrotflinte, hier Lieder Schrotflinte. Aber guck dir mal die Zielgenauigkeit an, die ist bei 0,0, aber dafür macht die übelst Schaden. 11x57? Aber guck dir mal die Zielgenauigkeit an. Guck dir mal die Zielgenauigkeit an. Ja, 0,0, toll. Das Problem, du musst wirklich vor dem Gegner stehen, sonst ist das mit nichts. Du kannst dich gerne mal ausprobieren. Ich hab 12x51, Benny. Ja, der ist. Achso, der hast jetzt schon mehr Schaden? Ja. Ja, du verkaufst halt einfach, also. Super lila. Ja. 4000. Also, die macht doch eigentlich ordentlich Schaden, wenn du vor dem Gegner stehst, aber du musst ja wirklich direkt vor dem stehen, wenn du ihn schlagen kannst. Ah. Ist das eine Russin? Ja. Umgehend begonnen haben. Bestimmt.
Oh, mal sehen. Das ist ja noch schlimmer als die GEZ. Ja. So, und eine ganz letzte Warnung und dann kommt wieder 1000. Wir haben keine anderen Quests mehr, also einfach abgeben. Naja. Wie gesagt, wir sind auch jetzt mit dem Gebiet erstmal fertig, wir kommen dann ins nächste Gebiet gleich. Hüpp. Wow. Das ist echt geil, ich mach jetzt schon mehr Schaden. Da schießen hier schon wieder einer. Weil die wieder da sind. Nee, ach, rennt einfach durch, ich hab keinen Bock auf die. Alter. Okay, vielleicht auch nicht. Cool, dass ich dank dir Lebensenergie regeneriere. No, finde ich auch super. Da bin ja sogar ich mal als dümmster überhaupt gefeilt. Wegen. Da oben ist der Punkt, soll ich mal aktivieren? Welcher Punkt? Ja, zum. Wir laufen doch gerade alle dahin. Alle? Ne, ich bin gerade stehen geblieben. Du bist gerade letzter. Ja. Also du kannst es schon mal nicht aktivieren. Ich war zuerst. Springen macht dich nicht schneller. Verstecken mich hier. Verstecken ist nie. Noch eine Stunde, Benny. Ja. Aber irgendwie habe ich Hunger, ich muss mal hier was essen. Schokolade. Ja, nee. Ja, Schokolade kannst du essen. Schokolade. Schokolade. Bin ich Kinderregel. Mein Auto springt dann an. Das ist jetzt die letzten Tage, wo es immer so an abschüssigen Berg geparkt hat oder steigenden Berg. Steigender Berg ist so gut. Was immer am Berg geparkt hat. Autos sind weg. Das ist normal. Wo ich das immer am Berg gestanden hatte, habe ich das überhaupt nicht mehr angekriegt, Grüß. Steige ein! Ich saß teilweise im Auto und habe vergeblich versucht, das Auto zu starten und es ging einfach nicht. Es liegt aber, glaube ich, nie am Berg. Aber wenn ich es gerade abgestellt habe, ging es automatisch immer wieder zu starten, ohne Murksen. Ich würde sagen, die Batterie ist durchschräg. Wenn es startet, ist die Batterie nicht betroffen oder nicht der Auslöser. Nee, die Batteriesäure ist wahrscheinlich irgendwie auf eine Seite gekippt, wo ich schräg stehen und dann geht's halt schlecht an. Durchs Berganstehen oder durchs Bergabstehen. No? Batteriesäure. Bei einer neuen Batterie, bei einer gerade mal einem halben Jahr alt. Ich habe nie gesagt, dass die Batteriesäure kaputt ist, die ist auf eine Seite gekippt und dann gibt's nie mehr überall Kontakt mit der Säure. Und ja, dann steht nie genug Spannung. Bei einem Berg, wo fast jedes alte Auto bei uns steht, hier, du kennst doch den Berg da, wo ich. Dann hast du ein anderes Problem im Auto. Vielleicht kann ja jemand helfen von meinen Zuschauern. Ein bisschen zu Zed. Beim letzten Video hast du mal geguckt, wie viel Aufrufe es da bis jetzt gibt. Du hast 9000 Fletch erledigt. B war Zed, wo ich geguckt habe. Klaas-Mod. Ich habe Pierce schon bekniet. Aber ich habe schon ein besseres. Sie soll dir eine Einreisegenehmigung nach Dahl Hedlund. Cool, ich habe endlich mal eine gekriegt. Du solltest jetzt nach bis 24 die maximale Gesundheit und einmal Schutzkill. Haben wir das nicht schon? Ich halte die medizinischen Geräte am Laufen. Diesen Team-Dingens, das hast du so schon. Oder habe ich da was verpasst? Benny? Hä? Dieses Team was? Es gibt viele Teamfähigkeiten. Ja, dein Ding, was du vor uns gerade gekauft hast, hast du die Team. Ach nee, du hast ja Überlebenskünstler. Team regeneriert Munition, wir können nie das gleiche Klassenmod haben. Wir sind unterschiedliche Klassen. Ja, warte, ich. Mach's dir an, ey. Da müssen wir noch Palette 15 Sachen bekommen, ne? Ja, ich hab erforderliches Level 13 Centurio Class Mod. Achso, plus 24% Team maximale Gesundheit. Ja, maximale, ich regeneriere Gesundheit. Du machst maximale Gesundheit höher. Ja, dann ist das auch gut. Wollen wir die jetzt alle noch machen? Ja, wir haben noch eine Stunde Zeit. Zumindest. Oder? Wir müssen eh erstmal ins nächsten Bereich. In die Dahl Headlands müssen wir jetzt. Das ist dann ganz viel mit rumfahren, das ist lustig. Nee, sind nur noch welche in der hier. Was? Ach nee, Arid Badlands, stimmt. Ja, dann erstmal die. Ja. Mann, Ruhe da hinten, ey. Das ist schlimm. Ich fahr jetzt hier rum. Nochmal eine Runde huppen. Springen, Motherfucker! Mann, eigentlich das so time, dass man in der Luft scheiße. Aufsteigt. Ich hab's nie geschafft. Stimmt. Ehrlich, du hast es nie geschafft? Nein. Ach, ich weiß, wo wir jetzt hinkommen. Das ist das, wo wir letztens schon mal ausgestiegen sind. Hm. Ist hier unter uns. Wo seid ihr?
Seid ihr oben angefahren? Ja. Hey, siehst du, wo unsere... Fuck, was ist denn her? Gegen den einzigen Baum, der in der ganzen Gegend steht. Voll dagegen. Au. Au, Friendly Fire ist nur noch so. Da kam ich. Abgeschlossene Herausforderung, Plünderer. Warum krieg ich denn die, wenn du die... Ja, weil du die kriegst. Oh, warte mal, das sind meine Revolver. 106. Oh. Alter! Wollt ihr mich verarschen? Ich hab's Radio ausgemacht. Alter! Fett. Radio ist aus und auf einmal geht das Ding an. Hm. Willst du die? 5 Uhr kaufen, ja. Ist halt schwierig, eine lila Waffe zu ersetzen. Ja, ist schon meistens ziemlich fett. Und du stehst in der Tür. Ach nee, stehst doch nicht. Ich hab vorhin eine verkauft für 3000 und ein paar zerquetschte. Ich hab jetzt 44.000. Das ist näher. Das ist doch beides im gleichen Gebiet. Produktrückruf und Schädel entfernt. Hm. Dann lass mal das. Das ist ein schönes Auto. Da dann. Wie im Real Life halt. Mit solchen drehenden Rädern kannst du jeden Wendekreis gut hinkriegen. Welche drehenden Räder? Hier, wenn wir hier einlenken mit den Autos. So. Hops, hops. Ja, ich weiß halt, wo ich lang Felsen, muss. Der zweite Felsen sah aus wie Pupsbacken. Da ist die Austausch. Schatzjäger! Ehrlich? Das ist so ein... Warte mal, Moment. Lila, 35 Lila? Nett. Nehm ich. Da unten sind übrigens die anderen zwei. Alter, meine Partizie, dass ich nicht getroffen werde, ey. So. Oh, ups, die springt rum. Das ist noch ein knallharter. Wo ist das Level? Wenn ich den Kopf schießen will, zuckt er zusammen, weil er den gerade trifft. Super, ne? Ja, stell dich voll vor mich, du bist doch ein... Warum denn? Da war doch gerade nichts zum Schießen. Da war bloß eine Nee, Waffe. Aber ich wollte das Zeug einsammeln, du stellst natürlich direkt vor meine Fresse. Wenn ich das Ding halt gucken wollte und du mich die ganze Zeit blockiert hast. Sarkenton, aber stell dich einfach vor meine Fresse. Du. Hä? Starken Ton, aber stell dich nicht einfach vor meine Fresse. Hast du die ganze Zeit gemacht, wie gesagt.